Hallo, ich bin Corinna Rösel von Erlebnis Singen und ich zeige Ihnen, was Sie mit korrektem Umgang erreichen können, auch wenn Sie schon sehr viel Erfahrung als Chorleiter haben. Kennen Sie auch einen Chor, in dem einige der Sänger scheinbar nie dazu zu bringen sind, pünktlicher zu sein? Ich auch. Aber es gibt Wege, wie man die Sänger zu mehr Pünktlichkeit bringen kann. Nehmen wir für einen Moment an, Sie seien selbst ein Chorsänger, gehen in die Chorprobe und es ist schon jemand da. Wie wollen Sie begrüßt werden? Sie haben sich den ganzen Tag mit Ihrer Arbeit beschäftigt, haben sich mit Chef, mit Kollegen und mit Problemen herumgeschlagen, die S-Bahn ist Ihnen vor der Nase davongefahren und die Noten können Sie zu Hause nicht finden, weil Ihre Kinder darauf Kunstwerke veranstaltet haben. Die Couch übt eine magnetische Anziehungskraft aus und der innere Schweinehund zerrt an Ihrem Hosenbein. Aber Sie gehen in den Chor, weil es Ihnen wichtig ist, dorthin zu gehen, weil Sie schon oft die Erfahrung gemacht haben, dass es Ihnen gut tut, Musik zu machen. Sie freuen sich auf die Leute im Chor und Sie wissen, dass es Ihnen hinterher oft besser geht als vor der Probe. Wie wollen Sie begrüßt werden? Was brauchen Sie, um sich einlassen zu können, um zu Ihrer Stimme zu finden, um den Alltag hinter sich zu lassen, um eintauchen zu können in diese Welt aus Tönen und Schwingungen? Ich habe mir angewöhnt, pünktlich um 20 Uhr die Stimmgabel zu heben. Wenn ich mich zu diesem Zeitpunkt darüber beklage, dass viele unpünktlich sind, verschlechtert sich meine eigene Laune und ich erreiche ausgerechnet diejenigen, die pünktlich sind. Ungeschickt. Stattdessen begrüße ich die, die da sind, egal wie viele es sind, und wünsche ihnen einen ehrlich gemeinten, wunderschönen Abend. Dann laufen die ersten Nachzügler ein. Ich weiß, dass sie kommen. Aber ich widme nicht ihnen meine Aufmerksamkeit, sondern der chorischen Arbeit, damit all die, die das möchten, davon profitieren können. Ich gehe davon aus, dass alle, die da sein können, da sind. Und dass alle, die nicht da sind, nicht da sein können. Das macht mich gelassen und ermöglicht dem Chor, sich auf die Musik zu konzentrieren. Die Nachzügler kommen mittlerweile leise und fügen sich ein. Ich weiß, dass sie zu spät kommen, weil sie nicht früher kommen konnten. Und sie machen es noch möglich, dabei zu sein, weil es ihnen wichtig ist, dabei zu sein. Die hartgesottenen Genossen, die niemals ohne großen Auftritt kommen können, begrüße ich je nach Persönlichkeit entweder gar nicht oder besonders theatralisch, um ihnen den Auftritt noch größer zu machen, was manchmal schon zu einem belächelten Ritual führt. Ich nehme sie zur Seite und frage sie in einem wohlwollenden Gespräch, warum sie so häufig zu spät kommen. In einem Gespräch können wir eine Lösung finden oder einen Kompromiss schließen, was wir mit einem ärgerlichen Vorwurf kaum erreichen. Ich vertraue darauf, dass ich eigenverantwortliche Menschen vor mir habe, die mich nicht ärgern wollen, sondern die aus freiem Willen in den Chor kommen. Das bestätigt diejenigen, auf die diese Annahme zutrifft, und nimmt die anderen in eine moralische Pflicht. Sie wollen Veränderung? Dann ändern Sie etwas. Aus lauter Gewohnheit verwechseln wir oft Vertrautes mit Gutem. Doch das Neue ist nicht immer schlecht. Es ist nur noch unvertraut. Seien Sie bereit für eine kleine Veränderung in Ihrem Verhalten und Sie bewirken eine deutliche Reaktion in Ihrem Umfeld. Bitte schreiben Sie mir auf meiner Erlebnissingen Facebook-Seite, wenn Ihnen meine Videos gefallen, und schreiben Sie mir auch gerne, wenn Sie denken, dass ich Ihnen helfen kann mit korrektem Umgang. Mehr dazu erfahren Sie auch in meinem Buch und in meinen nächsten Videos. Seien Sie korrekt.